hier meine Formeln, dann muss ich mir immer nur irgendwie einen Subteil dieser Matrix anschauen. Weiß jemand, warum das nicht zu 100% funktionieren wird, wenn man das jetzt auf beliebige Matrizen versucht anzuwenden? Welche Probleme könnten auftreten, ja? Genau. Das ist ein Fall, wenn man diese Division gar nicht machen kann. Das ist richtig. Das ist ein spezieller Fall. Es gibt noch ein paar andere Fälle, die wir nicht beachtet haben. Ja, genau. Genau, richtig. Ja, also der Arcus Cosinus und der Arcus Tangens, die haben eben eine gewisse, bilden ja natürlich die inverse Funktion vom Cosinus nur auf einem bestimmten Bereich ab. Das heißt, wenn man einen speziellen Wert für AZ hat, dann kann es mehrere Werte geben. Also ich habe mal hier ein Beispiel mitgemacht. Also das erste ist natürlich richtig, was der erste Student gesagt hat. Wenn wir hier AZ gleich 0 haben oder OZ gleich 0, AY und OZ, funktioniert dieses Verfahren nicht. Das andere, was angesprochen wurde, ist die Doppeldeutigkeit. Also wenn wir mal ein Beispiel nehmen, wir sagen mal AZ wäre 0, also Cosinus Beta ist gleich 0. Wenn wir dann einfach den Arcus Cosinus nehmen, kriegen wir einfach nur 90 Grad raus. Aber der Cosinus von zum Beispiel 3 Pi halbe ist auch 0. Cosinus ist ja eine periodische Funktion, kann immer Pi addieren, bekommt dasselbe raus. Und selbst wenn man sich auf den Bereich von 0 bis 2 Pi beschränkt, gibt es eben zwei Lösungen. Und wenn man das Ganze auflösen will, muss man eben beide Lösungen hier für den Cosinusfall betrachten und dann gegenprüfen mit eben den anderen Elementen in der Matrix, ob das passt. Deshalb allein diese Formeln anzuwenden reicht nicht, sondern man muss auch an die Doppeldeutigkeit denken, sind periodische Funktionen, Cosinus und Sinus, und dann eben gegenprüfen mit den anderen Elementen der Matrix. Genau, und jetzt machen wir das Gleiche nochmal, sage ich mal. Wir haben ja eben die Konvention ZXZ gemacht und jetzt mal das, also Rolle-Peschier ist so eine übliche Konvention, also XYZ. Auch hier gehen wir wieder so vor, dass wir einfach die Rotationsmatrizen einsetzen, unsere Matrix ausmultiplizieren. Da halten wir jetzt wieder. Die sieht halt sehr ähnlich aus, ist aber ein bisschen anders, ne? Also wenn man sich hier anguckt, eben hatten wir hier einen einzelnen Term, der ist jetzt hier gelandet. Diese Matrizen sehen immer ähnlich aus, aber unterscheiden sich eben, wo die Cosinus und Sinus liegen, je nach Konvention. Genau, und da machen wir jetzt das Gleiche. Ich gehe jetzt vielleicht nicht so im Detail drauf ein. Also wir haben hier wieder so einen Wert, den Rot, den wir zuweisen können. NZ ist gleich minus Sinus Beta. Wir haben wieder diese Pärchen, wo ein Cosinus Beta oder genau ein Cosinus Beta rausgekürzt werden kann. Die schauen wir uns dann zuerst an und dann setzen wir eben ein, kürzen raus, wenden unsere Winkelfunktionen an und bekommen dann hier jetzt wieder etwas andere Lösungen mit dem Arcus Tangens wieder und dem Arcus Sinus jetzt in diesem Fall. Und natürlich, wie eben, gilt das Gleiche. Auch in diesem Fall müssen wir darauf achten, dass eben die inverse Funktion nicht den kompletten Bereich abdeckt. Das heißt, wir müssen beachten, wenn die beiden hier 0 sind, und wir müssen beachten, wenn wir eben diese Doppeldeutigkeit haben, dass wir eben dann einsetzen und gegenprüfen, welche der Winkel wirklich korrekt sind. Genau. Und Verfahren läuft immer gleich. Also wenn wir irgendwie so eine Aufgabe dann irgendwie stellen in der Klausur, dann wird eben die Konvention vorgegeben und dann müsste man eben am Ende die Winkel ausrechnen. Genau. Ein bisschen aufwendiger ist dann, also die Euler-Winkel- und Rotationsmatrizen sind ja die Darstellungen, die wir am Anfang kennengelernt haben. Und dann sind wir auch ein bisschen in Quaternionen reingegangen. Und deshalb ist der letzte Teil von der ersten Aufgabe eben Umrechnen von einer konkreten Rotationsmatrix in das entsprechende Einheitsquaternion, das die gleiche Rotation darstellt. Und wenn man ein Quaternion berechnen möchte, dann braucht man eben die Rotationsachse und den Rotationswinkel, um eben die Werte einsetzen zu können. Ich zeige auch gleich noch die Formel dazu. Aber erstmal wollen wir ein bisschen verstehen, wenn wir sagen, wir wollen jetzt aus einer Rotationsmatrix die Rotationsachse und den Winkel bekommen, wie könnte man dort vorgehen? Also eine Rotation im dreidimensionalen Raum können wir beschreiben durch eine Rotationsachse und einen Winkel. Wir nennen die jetzt mal in diesem Beispiel X und Alpha.
Und die Frage ist jetzt erstmal, wie kommen wir auf unsere Rotationsachse? Und dafür kann man sich vielleicht erstmal anschauen, nehmen wir einfach mal irgendeinen Vektor v in unserem R3. Und dieser Vektor soll jetzt rotiert werden mit unserer Rotationsmatrix. Also wir haben unsere Rotationsmatrix R, die multiplizieren wir mit dem Vektor v, und dann bekommen wir halt einen neuen Vektor. Vektor, der jetzt um unsere Rotationsmatrix rotiert ist. Im Allgemeinen, oder nicht im Allgemeinen, sondern normalerweise, wenn wir das tun, dann bekommen wir einen neuen Vektor. Also durch die Rotation hat sich unser Vektor geändert. Es kann aber auch passieren, wenn wir die Rotation durchführen, dass V' den Vektor nicht ändert. Also wir haben einen Vektor, wir rotieren und wir haben nachher wieder den gleichen Vektor rausbekommen. Das Konzept kennt ihr bestimmt, das ist ein Eigenvektor, wenn das so ist. Und bei Rotationsmatrizen hat ein Eigenvektor, dieser Eigenvektor, eine besondere Bedeutung. Das ist eben die Rotationsachse. Also wenn ihr euch vorstellt, ihr habt eine Rotationsachse und ihr rotiert darum, ändert sich der Vektor immer, außer der zeigt in die gleiche Richtung wie die Rotationsachse schon, ne? So ein bisschen, um das ein bisschen anschaulich zu machen. Also der normale Fall ist, wir rotieren um eine Achse x, dann ändert sich unser V-Vektor. Aber wenn V genau in die Richtung von x zeigt, dann ändert er sich nicht. Und das wollen wir eben ausnutzen. Also um dann mal zu zeigen, diese Eigenschaft führt dann eben dazu, dass die Rotationsachse der Eigenvektor ist, den wir suchen. Also angenommen, wir rotieren jetzt, x ist ja unsere Rotationsachse, wir rotieren darum und am Ende kommt wieder x raus. Das ist ja das, was wir wollen. Und um das jetzt ein bisschen mathematisch umzuformulieren, können wir auch sagen, wir multiplizieren x mit der Identitätsmatrix. Ändert nichts daran, ist so wie mit 1 zu multiplizieren. Und jetzt bringen wir das Ganze rüber. Also wir machen minus i mal x, dann bekommen wir hier, können wir das Ganze distributiv umändern. Hier bekommen wir 0. Und jetzt führen wir noch eine Kleinigkeit ein. Ich führe hier jetzt mal ein Lambda ein. Und die Gleichung unten ist äquivalent mit der drüber für den Fall, dass Lambda gleich 1 ist. Und das ist eben, also wenn man diese Form dann sieht, das ist die typische Form eben für die Eigenwerte. Das heißt, was wir suchen, ist der Eigenvektor, der zu dem Eigenwert 1 gehört von unserer Rotationsmatrix. Damit bekommen wir unsere Rotationsachse aus der Matrix heraus. Und genau das wollen wir natürlich auch machen. Das heißt, wir rechnen das hier mal einfach aus. Wir wissen ja schon, Lambda ist gleich 1 für den Eigenwert 1. Dann setzen wir ein unsere Rotationsmatrix. Das ist ja die Identitätsmatrix. Die hat einfach Einsen auf der Diagonalen, Hauptdiagonalen. Und wir haben hier unseren Unbekannten. Der hier ist gesucht. x1, x2, x3. Und am Ende soll 0 rauskommen. Und das heißt, jetzt haben wir hier einfach drei lineare Gleichungssysteme, die da rauskommen. Und die linearen Gleichungssysteme müssen wir lösen, um dann eben zu bestimmen, was ist unsere Rotationsachse. Genau. Das ergibt sich einfach aus der Eigenwertbetrachtung. Das heißt, wir stellen das mal auf und lösen das jetzt. Man kann das natürlich durch einen Computer lösen lassen, durch einen Gauss-Algorithmus machen, was auch immer. Wir haben das jetzt hier für die Lösung einfach mal einzeln gemacht. Also haben gesagt, das hier sind die drei Gleichungen und dann eben über einzelne Schritte vereinfacht. Und was man dabei feststellt, wenn man das jetzt das gilt für jede Rotationsmatrix, dann kommt dabei eine lineare Abhängigkeit heraus. Das heißt, man wird nicht eine Lösung finden, sondern es gibt immer unendlich viele Lösungen, die für die Rotationsachse in Frage kommen. Es ist auch relativ einleuchtend. Also wenn wir uns mal, wenn wir überlegen, wir haben eine Achse, um die wir rotieren, dann ist relativ egal, wie lang diese Achse ist. Ob ich jetzt
um die x-Achse rotiere oder um zweimal die x-Achse, ändert nichts. Deshalb ist das dieser Freiheitsgrad, der hier drin ist, jeder Rotationsmatrix. Genau. Und wenn wir jetzt die einzelnen Werte eben uns rausschauen, also wir haben x1, wir haben hier x2 und hier x3, dann können wir eben aufschreiben, wie x aussieht. Also x ist eben, x1 ist c, dann haben wir minus 2c und hier minus 2c. Ich habe c einfach als Konstante reingelegt, die kann man frei wählen. Und das ist, um eben auszudrücken, dass man unendlich viele Lösungen hat. Genau, das heißt, hier hat man irgendwie eine Richtung und die Richtung kann beliebig skaliert werden in der Rotationsachse. Wenn man das halt noch ein bisschen vereinfachen will, dann kann man zusätzlich die Einschränkung einführen, okay, ich möchte, dass alle meine Rotationsachsen die Länge 1 haben und dann kann ich eben diese Konstante auch noch bestimmen, also die einfach dann dazu führt, dass ich durch die Länge teilen muss. Dann bekomme ich am Ende einen Vektor raus, der in die Richtung der Rotationsachse zeigt und der die Länge 1 hat, wenn man den Schritt noch gehen möchte. Genau, und für unser Quaternion brauchen wir eben den Richtungsvektor der Rotationsachse mit der Länge 1. Deshalb machen wir das hier nochmal. Genau, bis jetzt sind wir noch gar nicht so weit. Wir haben nämlich jetzt nur aus unserer Rotationsmatrix unsere Rotationsachse bestimmt. Was uns noch fehlt, ist der Winkel, den wir rotieren, Alpha. Und da haben wir jetzt auch zwei Verfahren. Das erste ist eigentlich relativ anschaulich, das zweite ist mathematisch schneller. Wir schauen uns beide an. Das erste geht einfach so, dass wir sagen, okay, wir suchen uns irgendeinen Vektor v, nicht irgendeinen, aber wir wählen ihn eben so, dass er orthogonal zu der Rotationsachse ist. Also dass das Skalarprodukt von v und x 0 ist. Und dann wenden wir einfach unsere Rotationsmatrix an. Wenn man jetzt v zum Beispiel wählen wollte, muss man ja sicherstellen, dass v mal x 0 ist. Man könnte dafür zum Beispiel 0, 1 und minus 1 nehmen. Wenn man das Skalarprodukt dann bildet, hier, dann bekommt man eben in der x-Komponente 0, hier bekommt man minus 2 und hier unten plus 2. Es gibt natürlich unendlich viele Vektoren, die orthogonal sind. So. Aber wir nehmen einfach mal den. Und dann rotieren wir hier. Das v können wir dann hier einsetzen. Und rotieren eben um unsere Rotationsmatrix. Die Idee ist, dass wir nachher, wenn wir den Vektor v haben und den Vektor, der nachher um r rotiert ist, können wir einfach den Winkel zwischen den beiden Vektoren ausrechnen. Das ist unsere Hoffnung hier. Das heißt, wir setzen ein und dann können wir eben hier über das Skalarprodukt den Cosinus vom Alpha bestimmen. Und hier gibt es natürlich auch wieder zwei Werte. In diesem Fall kürzen wir das mal ab. Es sind die 73,7 Grad, die wir suchen. Und so kann man eben relativ anschaulich, sage ich mal, den Winkel bestimmen, der in so einer Rotationsmatrix steckt, indem man einfach irgendeinen orthogonalen Vektor nimmt, den rotiert und danach den Winkel berechnet. Das etwas mathematisch schnellere Verfahren ist eben über die sogenannte Spur. Die Spur bedeutet in der Mathematik einfach nur, es ist die ist das Produkt der Hauptdiagonalen einer Matrix. Und das sind in diesem Fall sind das hier diese sind es die roten Elemente. Die Summe, Entschuldigung, die Summe. Und wir können das natürlich jetzt einmal, das hier ist die allgemeine Rotationsmatrix um eine Achse und einen bestimmten Winkel. Wenn man die aufstellt und dann eben die Summe bildet, dann sieht man, dass in unserem Fall die Spur von unserer Rotationsmatrix ist eben, wir haben hier dreimal einen Cosinus Alpha. Der ist in jedem Element drin.
Und wir haben dann eine Komponente, die überall dasselbe Element 1 minus Cosinus Alpha hat. Und dann gibt es die drei Elemente V1, V2 und V3. Und die können wir eben hier ausklammern, also V1 Quadrat plus V2 Quadrat plus V3 Quadrat. Und wir haben es so angelegt, dieses V ist jetzt hier der Rotation, die Rotationsachse, die hat immer die Länge 1. Das heißt, wir wissen, das hier ist immer gleich 1. Dann können wir eben vereinfachen. Das muss man nicht immer machen. Wir machen das nur, um mal zu zeigen, wo diese Formel herkommt. Dann hat man hier eben 3 mal Cosinus Alpha plus 1 minus Cosinus Alpha. Dann kommt hier eben raus 1 plus 2 mal Cosinus Alpha. Und mit der Formel für die Spur für eine Rotationsmatrix kann man eben relativ schnell den Winkel berechnen, der in einer Rotationsmatrix steckt, ohne vorher zu wissen, wie die Rotationsachse ist. Also von dem Verfahren vorher mussten wir ja wissen, welche Rotationsachse wir haben. Hier brauchen wir das nicht wissen. Genau. Das heißt, hier gehen wir auch wieder so vor, dass wir eben unsere Spur erstmal berechnen können. Also das ist ja einfach nur die Summe dieser Elemente. Das heißt, hier einfach 0,63 plus 0,6 plus 0,6. Und da kommt dann eben 1,56 raus. Das ist einfach irgendein Wert. Und wir wissen, dass dieser Wert gleich 1 plus 2 mal Cosinus Alpha ist, aufgrund der Spurformel für eine Rotationsmatrix. Genau, das können wir dann eben noch beliebig vereinfachen. Wir ziehen erstmal die 1 ab. Dann haben wir 0,65 ist gleich 2 mal Cosinus Alpha. Und dann wissen wir, Cosinus Alpha ist gleich 0,28. Und wenn wir das dann wieder umrechnen für unseren Fall, dann bekommen wir einen Wert von ungefähr 1,287 raus. Und das ist natürlich gleich dem Wert, den wir vorher schon ausgerechnet haben für das einfache Verfahren. Genau. Also ist eigentlich egal, welches Verfahren man benutzt, kommt der gleiche Wert raus. Vorteil hier ist, wenn man nur den Rotationswinkel wissen muss, muss man bei dem Spurverfahren nicht die Rotationsachse vorher berechnen. Gut. Dann sind wir fast fertig. Ich meine, wir haben vielleicht schon vergessen, was wir eigentlich tun wollten. Wir wollten unsere Rotationsmatrix umwandeln in ein Quaternion, das die gleiche Rotation darstellt. Und jetzt, wo wir die Rotationsachse und den Rotationswinkel haben, können wir das eben tun. Die Formel für ein Quaternion, das eine Rotation darstellt, ist ja Cosinus von dem Winkel halbe. Das ist der erste Teil des Der Realteil des Quaternions, wenn man so will. Und dann der Imaginärteil ist eben die Rotationsachse mal den Sinus von Alpha halbe. Das sind eben drei Werte. Ne? Die Rotationsachse hat ja drei Elemente. Und dann können wir das Ganze bei uns einsetzen. Und die Aufgabe ist jetzt so gewählt, ich glaube zumindest, dieser Wert ist irgendwie krumm mit dem Winkel, aber am Ende kommt dann für das Quaternion ein schönes Ergebnis raus. Also wenn man die Werte dann eingibt, dann kommt man eben auf ein Quaternion, das 0,8, 0,2 minus 0,4 minus 0,4 ist. Genau. Und das ist eben der übliche Weg, wenn man von einer Rotationsmatrix auf ein Quaternion kommen will, dann müsste man zuerst die Rotationsachse berechnen und den Rotationswinkel und kann dann eben die Werte einsetzen in die Formel für ein Einheitsquaternion. Genau. Gut. Also das sind die Umwandlungen von Rotationsmatrizen und so weiter. Gibt es dazu schon Fragen? Okay. Genau. So ein bisschen nur zum
zum Warmwerden, sage ich mal. Wir haben auch jetzt noch ein paar kleine Aufgaben. Wir machen das am Anfang einfach so ein bisschen kleinschrittig, machen später auch in den anderen Übungen ein paar interessantere Aufgaben, aber die Matheübung ist nochmal sehr rudimentär. Genau. Nach den Rotationsmatrizen und so weiter haben wir auch mal homogene Transformationen kennengelernt, die eben gleichzeitig eine Rotation und eine Translation darstellen können. Und diese Aufgabe ist jetzt einfach mal so ein bisschen mit so einer homogenen Transformationsmatrix zu rechnen. Also, die erste Aufgabe ist erstmal, was haben wir hier überhaupt vor uns? Also zu verstehen, was sagt uns diese Matrix eigentlich? Wenn wir die jetzt anwenden, das ist ja eine Transformation im 3D-Raum, also muss sie ja irgendwas tun, was man beschreiben kann. Und dazu kann man sich erstmal zwei verschiedene Teile anschauen. Das erste ist natürlich der Rotationsteil, der hier steht. Was man feststellen kann, ist, dass die Y-Achse, die ist erhalten geblieben. Was darauf hindeutet, dass wir hier eine Rotation um die Y-Achse haben. Also wir haben ja unsere Rotationsmatrizen für die Y-Achse so definiert. Genau, und wenn wir uns die anschauen, dann passt die sehr gut eben auf das Pattern, was wir hier haben. Die Y-Achse bleibt erhalten, aber die anderen Achsen werden verschoben, eben um einen bestimmten Winkel. Und in diesem Fall, wenn wir uns das anschauen, haben wir eben quasi Cosinus Alpha ist 0 und zusätzlich wissen wir, dass Sinus Alpha gleich 1 ist, wenn wir das mal über die Matrix legen. Und das heißt, die Rotationsmatrix schreibt eine Rotation um bei uns jetzt hier 90 Grad um die Y-Achse. Der andere Teil, den wir uns anschauen können, um das hier zu beschreiben, ist eben der Translationsvektor. Und das ist jetzt in diesem Fall natürlich relativ einfach. Wir haben unseren Translationsvektor 5, 0, 0. Und das bedeutet eben, dass wir eine Translation entlang der X-Achse haben. Um 5 Einheiten eben. Genau. Also quasi nur zur Erinnerung, wie so eine Translationsmatrix aufgebaut ist, eine Transformationsmatrix und welche Elemente sie hat. Was kann man jetzt mit so einer Transformationsmatrix machen? Natürlich Vektoren transformieren. Und die Aufgabe hier war eben, den Vektor 1, 2, 3 zu transformieren, weil man, wenn man so eine 4x4-Matrix hat, eben hier bei Positionen immer die homogene 1 unten benötigt. Genau, das Ganze kann man dann eben, das ist eine einfache Matrix-Multiplikation, Zeile mal Spalte. Hier haben wir viele Nulleinträge. Das heißt, wir bekommen hier 1 mal 3 plus Nullen und hier 1 mal 2. Hier gibt es nur minus 1 mal 1. Hier 1 mal 1. Und dann können wir das zusammen addieren und bekommen hier einen neuen Vektor raus. 8. Ich das denn geschafft? 8, 2 und minus 1. Und unten bleibt natürlich die 1 immer erhalten, wenn wir so rechnen. Jetzt war die Frage ja nach dem neuen Positionsvektor. Das heißt, wir nehmen die homogene Komponente wieder raus und können dann einen neuen Positionsvektor angeben. 8, 2, 1, minus 1. Die 1 hier ist ja nur das mathematische Artefakt, das uns jetzt in der realen Welt nicht interessiert. Genau. Das heißt, wir können eine Transformation anwenden, vorwärts. Was natürlich auch interessant sein kann, wenn ich die jetzt angewendet habe, wie kann ich die wieder rückgängig machen? Und
Das ist, glaube ich, die nächste Aufgabe, genau. Also wir nehmen wieder die gleiche und wir wollen jetzt eine inverse Transformationsmatrix bestimmen, die die gleiche Rotation, also eben eine Rotation um die Y-Achse mit 90 Grad und dann eine Translation 5 in die X-Richtung, die das eben rückgängig macht. Und allgemein gilt natürlich für alle Matrizen, wenn sie denn invertierbar sind. Das Matrix mal Inverse der Matrix gibt uns die Einheitsmatrix mit eben Einsen auf der Hauptdiagonalen. Ich schreibe hier mal eine 4 hin, um anzudeuten, dass das jetzt die Einheitsmatrix mit 4 Elementen ist, also 4 kreuz 4. Und wir können uns das jetzt so ein bisschen auf einer hohen Ebene anschauen, um eben herauszufinden, wie sieht denn die Inverse von einer Transformationsmatrix aus? Also wenn wir jetzt nicht den allgemeinen Weg gehen wollen, sondern wir wollen einen kürzeren Weg finden, um Transformationsmatrizen zu invertieren. Genau. Also T, die Transformationsmatrix, können wir schreiben als Rotationsmatrix, Transformationsvektor. Unten haben wir drei Nullen und eine 1 stehen. Und die inverse Transformation muss ja auch wieder eine Transformationsmatrix sein, die wir aber noch nicht kennen. Die hat also einen anderen Rotationsvektor, nennen wir ihn mal A, eine andere Translation B, ist aber trotzdem homogen. Und die Vierer-Diagonalmatrix, Einheitsmatrix, können wir auch ein bisschen anders hinschreiben. Ich schreibe mal I3 0 0 1. Genau, ja, theoretisch ist das natürlich auch hier ein Vektor. Genau, und jetzt können wir uns das so ein bisschen vereinfacht anschauen. Also wenn wir jetzt mal, es ist natürlich ein bisschen, sag ich mal, mathematisch handwavy, das ist natürlich eine 3 kreuz 3 Matrix, während das hier ein Vektor ist und das hier ist halt immer die Spalte. Aber wenn wir uns auf der Notation mal anschauen, was herauskommt, wenn wir die erste Zeile mit der ersten Spalte multiplizieren. Dann kommt da R mal A raus und T mal unser Spaltenvektor. Das Ganze passt auch mathematisch. Also das hier ist ein Zeilenvektor, das hier ist der Spaltenvektor. Da entsteht dann auch so eine 3 kreuz 3 Matrix, die aber überall 0 ist. Genau. Ach so, ich meine damit quasi das hier, das sind ja drei Nullen als Zeilenvektor quasi. Die untere Zeile ist ja 0, 0, 0, 1. Was ich damit meine, ist quasi, das ganze Ding sieht ja so aus, hier ist eine große 3, hier sind drei Nullen, dann ist hier eine 1 und hier ist der T-Vektor. Und wenn man mal sagt, irgendwie mein Vektor 0 wäre so, dann wäre mein Dreier-Null-Vektor transponiert, wäre dann eben so, ne? Damit meine ich so einen flachliegenden Dreier-Vektor. Das hier ist jetzt nur allgemein. Das ist der Translationsvektor. Also hier in diesem Fall 5, 0, 0, genau. Der kann auch anders sein. Also wir machen es erstmal allgemein und dann setzen wir die Werte ein. Genau, in diesem Fall wäre T 5, 0, 0, genau. Und das 0 T wären diese drei flachliegenden Nullen. Ich habe da nur T hingeschrieben, damit man das nicht mit dem Skalar verwechselt oder so. Aber genau. Hier kommt wieder die Identitätsmatrix raus. Wenn wir das umformen oder vereinfachen, dann ist eben R mal A gleich I3. Daraus können wir folgen, dass A das Inverse von unserer Rotationsmatrix sein muss. Und wir wissen ja, bei Rotationsmatrizen ist das Inverse das Transponierte der Matrix. Das heißt, wir kennen unser A schon. Und wir können noch erste Zeile mal zweite Spalte nehmen, um noch das B herauszufinden. Genau. Und da bekommen wir dann R mal B plus T mal 1 ist gleich 0. Genau. Und wenn wir das dann vereinfachen, bekommen wir eben raus, dass B gleich
minus R transponiert mal T ist. Man hätte ja vielleicht naiv vermuten können, wenn man das hier rückgängig machen will, dann invertiere ich einfach R und schreibe minus T hin. Das gilt eben nicht, weil natürlich die Rotation auch nachher nachdem man rotiert hat, ändert sich ja auch die Translationsrichtung. Das heißt, das muss man vorher wieder umkehren. Deshalb, wenn man das dann einsetzt, sieht die inverse Transformationsmatrix eben so aus. Also wir haben oben ganz normal das Inverse oder Transponierte der Rotationsmatrix, aber im Translationsteil, das ist jetzt auch hier wieder ein dreidimensionaler Spaltenvektor, muss man minus RT mal T machen. Also vorher die Rotation rückgängig machen und auf die Translation anwenden. So invertiert man eine Transformationsmatrix. Und das Ganze, mit dieser Formel können wir dann eben auch unser Beispiel durchgehen. Also das heißt, wir würden erstmal R transponieren. Das heißt 0, 0, 1. Das ist einfach nur Zeile und Spalte vertauschen. Haben wir unser transponiertes R. Und dann können wir unsere Translation ausrechnen. Also minus RT mal T mal 5, 0, 0. Und da kommt dann eben 0, 0 minus 5 aus. Genau. Das ist eben der Unterschied, der durch die Rotation eingeführt wird. Also hier haben wir rotiert um die Y-Achse und in die X-Richtung um 5 verschoben. Um das wieder rückgängig zu machen, müssen wir aber 5 in die Z-Richtung verschieben und eben die Rotation rückgängig machen. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass wir hier ja unser Koordinatensystem geändert haben durch die Rotation. Genau. Das wird eben hier durch diesen Teil hier oben ausgedrückt. Genau. Und der Vorteil ist eben, dass für Transformationsmatrizen existiert diese Inverse immer. Man könnte die natürlich auch über numerische Methoden oder über algebraische Methoden mit der Determinante und so weiter berechnen. Vorteil ist eben, dass das hier sehr schnell mathematisch und auch rechentechnisch umsetzbar ist. Genau. Also das zu den Transformationsmatrizen. Nee, noch nicht ganz. Wir haben noch ein Beispiel, das so, da haben wir versucht, so ein bisschen Robotik reinzubringen. Also die Idee ist, dass wir jetzt so einen mobilen Roboter haben, der rumfährt, der initial seine X-Achse ist seine Fahrtrichtung, Z-Achse zeigt nach oben und die Y-Achse ist dann eben seitlich orthogonal dazu gewählt. Und der Roboter kennt auch zuerst seine Position und Orientierung dieser Transformationsmatrix und dann soll sich der Roboter eben bekommt er Befehle vom Menschen, entsprechend irgendwo in bestimmte Richtungen zu fahren. Erst soll er sich um die Z-Achse drehen, um 90 Grad, dann 4 Einheiten geradeaus fahren, weil das geradeausfahren sich natürlich von ihm aus ausgeht. Das heißt, die Rotation hat natürlich geändert, was geradeaus ist. Und am Ende soll er dann so eine kombinierte Operation machen. Also hier ist das immer noch so, deshalb steht das hier im dritten Punkt zusammen drin. Also erstmal eine Translation machen, 2 Einheiten geradeaus, 3 seitwärts und anschließend nochmal eine Rotation um die Z-Achse. Und jetzt soll man die einzelnen Transformationsmatrizen berechnen, die diese verschiedenen Bewegungen des Roboters abbilden und die dann nachher zusammen multiplizieren, die finale Pose berechnen. Genau. Und das ist jetzt auch nicht so spannend, das ist im Grunde nur die Formeln raussuchen und dann einsetzen. Also das heißt, wir haben natürlich im oberen Teil hier unsere Rotationsmatrix. Das heißt, wir rechnen erstmal aus, was bedeutet eine Drehung um 90 Grad um die Z-Achse für die Rotationsmatrix. Translation bleibt 0. Dann fahre 4 Einheiten geradeaus. Wir haben ja definiert, lokal für unseren Roboter ist die X-Achse geradeaus. Das heißt, jetzt für diese lokale Transformation schreiben wir die 4 hier rein.
Und da sich der Roboter währenddessen nicht dreht, haben wir eine Einheitsrotationsmatrix. Und die dritte Operation ist dann eben diese kombinierte Operation, wo eben der Roboter fahren soll und eine Rotation machen soll, um 45 Grad. Dann bekommt man eben durch den Cosinus Sinus von dem 45 Grad diesen Term1 durch Wurzel 2 rein. Deshalb sieht die Rotationsmatrix hier so aus. Genau, und nee, man, also bei uns, das ist ja auch der Grund, warum die Inverse so aussieht, wie wir sie hier haben, bewegen wir erst und drehen dann. Um dann halt wieder zurückzukommen, müssen wir wieder zurückdrehen und uns dann bewegen. Deshalb ist es so, aber ja, es ist genau, nur bleibt der Translationsvektor, wird nicht rotiert. Ne, das ist wichtig, weil wenn er mitrotiert werden würde, dann wäre es so, dass man erst rotieren würde und dann Translation machen. Aber vielleicht können wir das mal versuchen zu zeigen. Also was der Kollege anspricht, ist, dass man ja, wenn man eine Transformationsmatrix hat, schau mal eben, ob ich irgendwo eine etwas leere Folie finde. Das hier kann man ja auch schreiben, also das haben wir ja gesehen, ne? 0, 1. Und wenn ich einen Vektor v transformiere, kann ich das auch schreiben als r mal v plus t. Und jetzt ist die Frage, was kommt zuerst? Also rotiere ich zuerst und mache dann eine Translation? Oder mache ich erst die Translation, bevor ich mein Koordinatensystem rotiere? Richtig? Genau, das ist die Frage. Und hier in diesem Fall ist es so, dass das plus t, die Translation, erfolgt unabhängig davon, wie ich meine Rotationsmatrix wähle. Ja? Wenn ich sagen würde, ich rotiere erst mein Koordinatensystem und bewege dann müsste ich schreiben r mal v plus t. Ne? Weil ich erst die Translation anwende und dann sie rotiere. Also dann mache ich ja quasi r mal v plus r mal t. In dem Fall würde ich eben erst rotieren, bevor ich mich bewegen kann. Ja, weil ich ja noch gar nicht weiß, in welche Richtung t zeigen würde, r mal t. Das hier kann man sich ja auch so vorstellen, als es ist ja gleich wie, nur weil es hinten steht, heißt es ja nicht, dass es danach passiert. Ne? Die Translation ist unabhängig von der Rotation. Wenn ich dort schreibe, fahre 5 Meter in x-Richtung und dann drehe ich mein altes V, also so versuche ich es mir zumindest dann zu erklären. Deshalb, der Translationsvektor wird eben nicht gedreht. Ne? Ist nicht in der Rotationsmatrix drin. Genau. Und das ist der Grund, warum wir das jetzt hier dann so definiert haben. Aber natürlich gibt es beide Anwendungsfälle. Und wenn man den anderen Fall haben will, dann kann man das eben auch ausrechnen. Es gibt natürlich auch eine Transformationsmatrix, die aussagt, rotiere hierum und beweg dich danach in diese Richtung, nachdem du rotiert hast. Wobei ich will jetzt nichts Verwirrendes sagen, aber ich habe in letzter Zeit auch gelernt, dass es immer darauf ankommt, von welchem Frame man jetzt wirklich redet. Von daher weiß ich gar nicht, ob wir unbedingt von dem falschen, von dem anderen Sache reden. Genau. Richtig. Genau, und das Ganze kann man dann eben zusammen multiplizieren, um eine Transformationsmatrix herauszubekommen. Das ist nicht sonderlich spannend. Genau. Gut. Ja, ach, wir haben immer noch Transformationsmatrizen. Genau. Eine interessante Frage in der Robotik und da kommen wir vielleicht später mal in der, wenn wir dann bei der Regelung sind und so weiter drauf, ist natürlich, wie weit sind zwei Posen voneinander entfernt? Und wenn man sich vorstellt, ein Roboter muss irgendwie eine Tasse greifen oder so, dann soll er natürlich, während er die ganze Zeit seine Hand bewegt, schauen, wo ist die Tasse, wo ist meine Hand, den Fehler bestimmen und je nachdem zum Beispiel eine proportionale Regelung machen. Je weiter ich weg bin, desto schneller möchte ich hinfahren. Je näher ich dran bin, desto langsamer möchte ich mich nähern und so weiter. Aber dafür braucht man natürlich ein Maß dafür, wie weit ist meine Hand entfernt. Für Translation ist das natürlich irgendwie super einfach. Also wie weit sind zwei Vektoren voneinander entfernt, das ist eben die Distanz. Aber wie weit sind
eigentlich zwei Rotationsmatrizen voneinander entfernt. Ist eine andere Frage. Genau. Und wenn wir also zwei Posen haben und wir wollen die Differenz zwischen diesen beiden Posen bestimmen, dann teilen wir das eben auf in eine Translationsdifferenz und eine Rotationsdifferenz. Die Translationsdifferenz können wir natürlich einfach als Vektordifferenz vom Ziel und von unserer aktuellen Pose bestimmen. 7. Dann ist das eben einfach eine Länge von dem Differenzvektor. Und die können wir natürlich auch ausrechnen, indem wir einfach die Elemente quadrieren. Und da kommt dann Wurzel von 56 raus, was ungefähr 7,48 ist. Also wenn das jetzt Meter wären oder, naja, vielleicht nehmen wir mal Zentimeter, damit sich das irgendwie sinnvoll anhört, ist die Roboterhand 7,5 cm entfernt gerade von dem Ziel. Genau. Das ist halt relativ simpel. Jetzt ist die Frage, wie kommt man auf so eine Rotationsdifferenz? Wir wollen natürlich auch wieder einen eindimensionalen Wert haben, Delta Alpha, der beschreibt den Rotationswinkel zwischen den beiden Rotationsmatrizen. Wie machen wir das? Es ist so ein Rotationsmatrizen kann man natürlich nicht einfach subtrahieren. Das Ergebnis wäre ja auch in allermeisten Fällen keine Rotationsmatrix mehr, sondern nur multiplizieren, in der Gruppe zu bleiben. Und was wir eben tun ist, wenn wir berechnen wollen, okay, was ist denn eine Rotationsmatrix, die vom TCP zum Goal geht, dann müssen wir unsere Matrix, die wir abziehen wollen, invertieren und multiplizieren mit der Zielmatrix. Und das entspricht im Grunde dem, was dann da rauskommt aus dieser Multiplikation, ist eine Rotationsmatrix, die vom TCP zum Goal hin rotiert, zwischen den beiden Frames. Genau, das heißt, wir müssen einmal invertieren, wobei das Invertieren ja die Transposition ist, und können das dann eben ausrechnen. Das heißt, hier haben wir unsere Rotationsmatrizen. Diese müssen wir transponieren und dann können wir das hier eben ausrechnen. Kommen wir eine neue Rotationsmatrix raus. Und da sind wir ja natürlich immer noch nicht. Das ist immer noch eine 3-Kreuz-3-Matrix bei unserem Delta Alpha. Wir haben das aber heute schon kennengelernt. Das Mittel, mit dem wir jetzt aus so einer Rotationsmatrix bestimmen können, welchen Winkel rotiert denn diese Transformationsmatrix? Und das war ja die Spur, die wir kennengelernt haben. Wir machen es jetzt mal hiermit und nicht mit dem anderen Verfahren, weil wir jetzt hier ja auch keine Rotationsachse haben. Da mussten wir einfach alle Elemente addieren, die auf der Hauptdiagonalen sind. Und dann können wir eben ausrechnen, okay, der Cosinus von unserem Delta Alpha ist gleich minus 0,5. Und dann können wir wieder rückwärts rechnen. Jetzt in diesem Fall ist unser Delta Alpha bei dem minus 0,5 gleich 120 Grad. Das heißt, zwischen diesen beiden Koordinatensystemen gibt es eine Rotationsachse, bei der man mit 120 Grad von der einen Frame in den anderen rotieren kann. Genau. Und das ist dann auch schon unsere zusammengefasste Antwort. Also wir haben unsere Translationsdifferenz von irgendwie 7,5 cm und unsere Rotationsdifferenz von 120 Grad. Ich habe nämlich dann erstmal ihr habt es vielleicht gesehen, ich habe eine neue Aufgabe gemacht, Aufgabe 7, weil das, zumindest fand ich, dieser Stoff ist immer so ein bisschen trocken und vielleicht dann auch ein bisschen anwendungsfern, wenn man so diese Mathe-Grundlagen hat. Deshalb habe ich Aufgabe 7 gemacht. Ich habe das jetzt mal vorgezogen,
weil es halt relativ nah an dem Thema Rotationen ist. Aufgabe 5 und 6 gehen ja in die Richtung Quaternionen, glaube ich. Die können wir natürlich auch noch machen oder die machen wir dann beim nächsten Mal. Mal schauen, wie weit wir kommen. Die habe ich neu gemacht, weil natürlich das Thema Machine Learning, maschinelles Lernen ist natürlich auch ziemlich inzwischen ein wichtiger Bestandteil der Robotik. Und die Robotik hat bestimmte, sag mal, bestimmte Anforderungen, die in vielen Bereichen gar nicht so oft vorkommen. Und eine dieser speziellen Anforderungen ist eben Darstellung und Repräsentation von Rotationen. Rotationen haben ein paar Eigenschaften, die wir auch kennengelernt haben, die für so typische Machine Learning-Verfahren gar nicht so gut sind, ne? Sie sind sehr inhärent irgendwie periodisch und wenn man sie darstellen will als kartesischer, dreidimensionaler Raum, dann funktioniert es auch nicht, weil man das nicht irgendwie alles plätten kann, ne? Was dort eigentlich in den Rotationen drin steckt. Und deshalb beschäftigen wir uns und auch andere sich natürlich auch damit, wie kann man denn Rotationen sinnvoll darstellen, dass auch Machine Learning-Algorithmen damit arbeiten können, als Eingabe, als Ausgabe, was sind die Probleme, was sind die Herausforderungen und so weiter. Ist natürlich ein relativ neues Thema, weil eben die reinen Mathematiker beschäftigen sich nicht so damit, was denn die Probleme beim Machine Learning sind und in vielen Anwendungsbereichen sind Rotationen nicht so wichtig. Genau. Und deshalb war die erste Aufgabe natürlich so ein bisschen offen gestellt. Deshalb frage ich bin mir auch sicher, ich habe auch gar nicht alles gefunden. Ich habe gleich ein paar Punkte auf den Folien, die ich so kenne. Aber ich gehe davon aus, dass das bei weitem nicht alles ist, was man darüber wissen muss. Von daher bin ich auch gespannt, ob ihr vielleicht ein paar Ideen habt dazu. Genau, also wir haben ja die Darstellung Euler-Winkel, Quaternionen, Rotationsmatrizen kennengelernt. Wir wollen uns mal anschauen, welche Eigenschaften von denen sind eigentlich gut für Machine Learning-Algorithmen, welche sind eher hinderlich. Jetzt unter spezifischem Fokus als Ausgabe von maschinellem Lernverfahren. Und dann ein kleines Beispiel. Wir werden es dann sicherlich auch in den Vor- und Nachteilen sehen. Viele von unseren Darstellungen sind redundant. Die Matrix, die ich hier hingemalt habe, die ist gar keine Rotationsmatrix. Das kann man, glaube ich, schon mit einfachem Auge sehen. Aber wenn man die Tests macht, dann wird man feststellen, das ist einfach irgendeine Matrix. Aber das passiert halt oft, wenn man eine Ausgabe von einem Machine Learning-Verfahren hat und man möchte eine Rotationsmatrix haben, dann kommt halt irgendwas raus, was gar keine orthogonale Matrix ist. Die Frage ist dann natürlich, will man das Ergebnis einfach wegwerfen? Naja, das ist eigentlich die Normalität, dass eine Matrix rauskommt, die vielleicht in der Nähe einer Rotationsmatrix ist. Und dann muss man irgendwie normalisieren können, ne? Welche Rotationsmatrix ist denn nah an dieser 3x3-Matrix? Das ist auch eine Frage, die man sich dann stellen muss, unter anderem. Deshalb habe ich mal die beiden Aufgaben gewählt, um vielleicht mal ein bisschen Anknüpfungspunkte an modernere Themen zu finden, als das, was man schon seit, weiß ich nicht, 100 Jahren kennt oder so. Genau. Ja, und das erste sind so Euler-Winkel. Hat denn jemand von euch Ideen, was könnten, wenn man jetzt so eine Euler-Winkel-Darstellung nimmt, also Alpha, Beta, Gamma, welche Konvention auch immer, interessiert mich jetzt gar nicht so. Was könnte das für Vorteile, Nachteile haben, wenn man die jetzt als Ausgabe von seinem maschinellen Lernverfahren nimmt? Welche Eigenschaften haben die denn zum Beispiel? Ich habe es vielleicht schon gesagt, ne, es sind drei Werte. Warum sind es drei Werte? Weil es drei Freiheitsgrade gibt, ne? Wir haben drei Freiheitsgrade in der Orientierung. Und das ist auch der größte Vorteil davon, würde ich mal sagen, es ist eine minimale Darstellung von den Freiheitsgraden. Also da ist keine Redundanz drin, was unter Umständen Probleme machen kann, wenn wir dann sehen werden. Genau, aber wenn ich, welche Werte darf ich eigentlich für Alpha, Beta, Gamma einsetzen? Es gibt mehrere Werte, die das gleiche darstellen. Ist es gut oder schlecht für ein maschinelles Lernverfahren? Genau, es ist nicht optimal, genau, es ist eher schlecht, weil man dann entweder normalisieren muss vorher oder genau, was er auch gesagt hat, ist, alle Werte sind gültig. Das ist natürlich erstmal, ich nehme es mal auf der positiven Seite auf, ist natürlich gut, wir müssen nicht irgendwie normalisieren und so, alles ist irgendwie eine Rotation. Was ich noch hier habe, was auch in der Vorlesung vorkommt, die Werte sind nicht kontinuierlich. Der zweite Punkt ist die Mehrfachabdeckung, was er angesprochen hat. Das ist natürlich ein großes
großes Problem. Wenn ich mein maschinelles Lernverfahren füttere mit einem Beispiel Alpha ist gleich 0 und einem Beispiel Alpha ist gleich 2 Pi, was passiert dann? Die meisten Lernverfahren lernen den Mittelwert, wenn ich nicht irgendwie eine Wahrscheinlichkeitsverteilung lerne. Das heißt, ich lerne Alpha ist gleich Pi. Aber Alpha ist gleich Pi ist gar keine Lösung. Ja? Alpha ist entweder 0 oder 2 Pi, wobei beides das gleiche darstellt. Das kann man natürlich lösen, indem man Wahrscheinlichkeitsverteilungen und so weiter lernt, aber dadurch macht man das Ganze wesentlich komplexer. Also diese Mehrfachabdeckung ist erstmal ein Hindernis, das man lösen muss. Und wir haben das ja auch uns ein bisschen angeguckt, dass die Mehrfachabdeckung hat natürlich auch gewisse mathematische Eigenschaften, wie zum Beispiel den Gimbel-Lock, dass man Freiheitsgrade verlieren kann, ne? In diesem Fall kann ich jetzt um eine Achse drehen und es ändert sich gar nichts an der Orientierung. Genau. Nicht kontinuierlich ist natürlich auch ein großes Problem. Die meisten Verfahren, wenn man jetzt mal zum Beispiel ein neuronales Netz nimmt, sind relativ schlecht darin, solche nicht kontinuierlichen Schnitte in Funktionen zu lernen. Meistens wird dann am Rand irgendwie gemittelt. Und genau das möchte man ja nicht. Also das ist jetzt hier irgendwie ein 2DOF-Roboter, der sich kontinuierlich bewegt und dann sieht man, dass seine Winkel in Euler-Darstellung immer relativ rumspringen. Ne? Das ist jetzt ja relativ klein. Genau. Euler-Winkel haben wir auch selber mit Erfahrung gemacht. Dadurch, dass sie eben sowohl nicht kontinuierlich sind, als auch diese Mehrfachabdeckung, die kriegt man irgendwie noch in den Griff, aber diese Nichtkontinuierlichkeit führt extrem dazu, dass die Ergebnisse sehr schlecht werden. Also ist unsere Erfahrung. Haben das probiert bei verschiedenen Algorithmen zum Greifen und so weiter, denen auch Orientierungen vorkommen. Würde ich jetzt nicht empfehlen als Darstellung für die Ausgabe. Genau. Quaternionen, wenn man jetzt mal das nimmt, was wir besprochen haben, habt ihr irgendwelche Ideen, was da für Vorteile, Nachteile sein können? Sind die besser, schlechter als Euler-Winkel? Wenn ja, warum vielleicht? Genau. Zumindest kann man kontinuierlich durchinterpolieren, genau. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Wenn wir jetzt vorstellen, eben hatten wir drei Werte, jetzt haben wir vier, ne? Also wir sind auf der Ebene, ah, ich habe es so ein bisschen anders aufgeteilt, Vorteile. Ich hatte ja eben diese Rotationsmatrix. Wenn uns unser Algorithmus irgendeinen Quaternion vorwirft, können wir es super einfach normalisieren. Ne? Also angenommen, wir kriegen irgendeinen Quaternion P vorgeworfen. Es ist kein Einheitsquaternion. Wie kriegen wir daraus wieder ein Einheitsquaternion? Wir normalisieren einfach. Teilen durch die Länge. Solange es nicht 0 ist, können wir das wieder normalisieren. Genau. Was haben wir noch? Ja, das ist. Ich habe es ein bisschen anders formuliert als der Kollege. Die lokale Interpolation, das ist vielleicht auch ein bisschen sicherlich kontinuierlich, aber wir haben sogar noch einen größeren Vorteil. Die lokale Interpolation ist sogar linear. Also wenn wir uns hier zwei Quaternionen vorstellen, die sehr nah aneinander liegen, dann wird hier vereinfacht sich diese Slurp-Interpolationsformel zu einer linearen Interpolation. Und das ist für so maschinelle Lernverfahren immer ganz gut, wenn sie quasi relativ leicht linear interpolieren können zwischen nahen Beispielen. Ja, ist immer eine schöne Eigenschaft. Genau, es steckt so ein bisschen oben schon drin. Wir haben jetzt vier Werte, aber wir haben eigentlich nur drei Freiheitsgrade. Also es ist eine gewisse Redundanz, die wir dort eingebracht haben. Und wir hatten eben das Thema bei den Euler-Winkeln mit der Mehrfachabdeckung. Wie sieht das bei Quaternionen da aus? Sind die eindeutig? Sind die mehrdeutig? Wenn ja, wie viel? Weiß es jemand? Genau, sie sind mehrdeutig und genau wie du gesagt hast, sie sind genau zweideutig. Genau, richtig. Wenn man Minus davor schreibt, man spricht da von so einer Zweifachabdeckung. Es gibt immer zwei Quaternionen, die die gleiche Rotation darstellen, eben, wenn man einen Minus davor schreibt. Und hier muss man eben auch aufpassen. Ich habe das jetzt hier mal nicht als total negativ, sondern so als mittelmäßig eingestuft. Ist relativ einfach aufzupassen, dass man eben schaut, dass man nur auf der einen vierdimensionalen Halbkugel bleibt. Wenn man das nicht macht, hat man dasselbe Problem wie bei den Euler-Winkeln, dass man so Mittelwerte lernt. Und im Allgemeinen sind Mittelwerte nicht das, was man lernen möchte. Zumindest bei Rotationen nicht, weil man dann einen ungültigen Wert lernt. Genau. Also, wenn man sich anschaut, sieht es eigentlich. Ich bewerte es eigentlich relativ positiv. Wenn man sich die Literatur anschaut, sieht man auch, dass viele Quaternionen benutzen in maschinellen Lernverfahren als Darstellung für Rotationen, sowohl als Eingabe als auch als Ausgabe. Also Quaternionen sind dort beliebt. Genau.
Dann ist noch die Frage bezüglich der Rotationsmatrizen. Ich habe jetzt hier mal nur irgendeine hingeschrieben. Wie sieht es denn da aus? Verbessern wir uns irgendwo? Verschlechtern wir uns irgendwo? Vergleich zu Euler-Winkel oder zu Quaternion? Also es ist ultra redundant, ne? Also das sind 9 Werte für 3 Freiheitsgrade. Das heißt, 6 Werte sind eigentlich überflüssig oder zumindest irgendwie abhängig dort drin. Ist auf jeden Fall ein Nachteil, den wir haben. Was habe ich denn überhaupt als Vorteil hingeschrieben? Ach ja, richtig. Konnte ich jetzt nicht fragen. Die Rotationsmatrizen sind tatsächlich eine Einfachabdeckung. Also zu jeder Rotation gibt es nur eine einzige Rotationsmatrix, die diese darstellt. Also das ist im Vergleich sowohl zu den Euler-Winkeln als auch zu den Quaternionen ein großer Vorteil. Ich habe immer die Vorteile zuerst geliefert. Genau wie bei den Quaternionen, zumindest lokal, ist das Ganze linear interpolierbar. Also wenn man sich Sinus und Cosinus für sehr kleine Alpha, also wirklich sehr kleine Alpha vorstellt, dann kann man Sinus Alpha ungefähr Alpha und Cosinus Alpha ungefähr 1. Diese lokale Interpolation, wenn die linear ist, ist immer ein schöner Vorteil für solche Lernverfahren. Genau. Normalisierung hätte ich fast ein Minus hingemacht. Also ja, ich habe es mal so gelassen. Es gibt halt die ganzen Algorithmen. Und deshalb machen wir auch gleich diese kleine Aufgabe dazu. Wenn ich jetzt irgendeine Matrix bekomme und ich soll die normalisieren auf eine Rotationsmatrix, dann ist das keine einfache mathematische Operation. Da gibt es verschiedene Verfahren. Wir machen Gram-Schmidt gleich. Man kann auch QR-Zerlegung, SVD-Zerlegung und so weiter, aber das sind alles relativ sowohl numerisch als auch mathematisch aufwendigere Verfahren, würde ich sagen, als so eine einfache Normalisierung von so einem Quaternion. Es ist aber möglich, also es ist nicht kein Hexenwerk. Und genau, die Darstellung ist unglaublich redundant, was natürlich dazu führen kann, dass man, wenn man das gerade als Ausgabe hat, dass man eben sehr kuriose Werte daraus bekommt, die relativ weit weg sein können von einer wirklichen Rotationsmatrix. Genau, aber das war halt wie gesagt nur als irgendwie offene Aufgabe gedacht. Ich bin mir auch bei all diesen Punkten nicht immer 100% sicher, ob ich sie als Vorteil, Nachteil oder neutral einordnen würde. Ist im Moment eine offene Diskussion, würde ich mal sagen. Und ist auch noch eine offene Debatte, welche Darstellung man wirklich verwenden soll. Wir persönlich haben, wie gesagt, gut schlechte Erfahrungen mit den Euler-Winkel gemacht, also wirklich schlechte, wo in einigen Abschlussarbeiten das versucht wurde und das wirklich gezeigt wurde, dass es einfach nicht funktioniert. Also diese Nicht-Kontinuierlichkeit und so weiter schadet wirklich dem Lernvorgang. Quaternionen und Rotationsmatrizen funktionieren recht gut, wobei überraschenderweise, obwohl man hier so eine unglaublich redundante Darstellung hat, die Rotationsmatrizen wesentlich besser abschneiden, als sogar nochmal eine Größenordnung besser als die Quaternionen. Was uns auch überrascht hat, weil das so gegen den, wenn man sich den State of the Art anguckt von den anderen Leuten, die benutzen immer Quaternionen. Wir sind uns aber auch noch nicht sicher, wir haben dazu auch nichts veröffentlicht, warum das so ist. Wir haben es so ein bisschen untersucht mal, mit so ein bisschen, ich weiß nicht, wem das was sagt, ich rede jetzt einfach nur mal, mit so Autoencodern versucht, zu encodieren von Rotationsmatrizen in eine latente Darstellung und zurück mit Quaternionen, Euler-Winkeln und so weiter. Und irgendwie haben die am besten dargestellt, aber ich habe das hier nicht aufgenommen, weil wir noch nicht wissen, warum. Aber ja, ist auf jeden Fall ein Problem, mit dem wir zu kämpfen haben, was da die beste Darstellung ist. Genau. Gut, aber jetzt sagen wir haben irgendwie unser Verfahren trainiert, wir haben Rotationsmatrizen genommen, weil uns die Vorteile überzeugt haben oder wir haben es einfach gemacht. Und jetzt haben wir unser Netz noch nicht genug trainiert oder so, warum auch immer, hat uns das jetzt das hier als Ausgabe ausgespuckt. Aber eigentlich hatten wir es nur mit Rotationsmatrizen trainiert. Ja, okay. Aber wir müssen ja jetzt wieder zurückkommen auf eine wirkliche Rotationsmatrix, wenn wir damit jetzt weiterarbeiten wollen. Also angenommen, das ist jetzt die Zielorientierung, um ein Objekt zu greifen, die wir gelernt haben, müssen wir die ja wieder anwenden können. Wenn wir diese Matrix jetzt einfach in so eine homogene Matrix reinschieben, dann passieren ganz kuriose Effekte. Dann hat man auf einmal kein orthogonales Koordinatensystem mehr und so weiter. Genau. Deshalb, ich meine, das ist mathematisch ein bisschen aufwendig, aber ich würde es deshalb noch mal so als letztes durchgehen. Dann machen wir die Quaternionen einfach am nächsten Montag noch mit. Genau, nur um das mal zu sehen, was man da so dann machen muss. Genau. Also hier noch mal
A ist definitiv keine Rotationsmatrix. Wir kennen ja die Eigenschaften von Rotationsmatrizen. Das Transponierte ist die Inverse. Wenn wir A mal AT nehmen, kommt da irgendeine Matrix raus, die auf jeden Fall nicht die Identitätsmatrix ist. Und die Determinante ist auch nicht gleich 1. Also wir haben jetzt hier irgendeine 3x3-Matrix bekommen. Genau. Und wir wollen jetzt eine Rotationsmatrix bestimmen, die eben die normalen Eigenschaften einer Rotationsmatrix bestimmt, aber irgendwie aus A bestimmt wird, möglichst nah an A ist oder was auch immer. Und der erste Schritt dazu ist, sie zu orthogonalisieren. Das heißt, wir wollen, dass die drei Vektoren, die hier stehen, alle orthogonal zueinander sind, damit wir wieder ein Koordinatensystem haben. Und danach können wir dann die Vektoren normalisieren. Das ist relativ einfach. Und dafür gibt es verschiedene Verfahren. Es ist jetzt auch keine vollständige Liste. Ich würde sagen, das am einfachsten verständliche, deshalb habe ich es ausgewählt, ist eben das Gram-Schmidt-Verfahren zur Orthogonalisierung. Die QR-Zerlegung ist eine numerisch stabile Variante, um das gleiche Ziel wie die Gram-Schmidt-Zerlegung zu erreichen. Und die SVD-Zerlegung ist nochmal ein anderer Ansatz. Die liefert auch andere Ergebnisse, weil ja nicht unbedingt klar ist, was das Ergebnis sein soll. Genau, aber wir schauen uns Gram-Schmidt an. Also wir wollen jetzt diese Matrix orthogonalisieren. Was heißt das? Ich habe mal hier so ein, das ist aus Wikipedia geklaut. Wenn man hier drei Vektoren hat, die nicht orthogonal sind, wir gehen das gleich ja nochmal auf der Folie durch, dann nimmt man einfach einen Vektor an, das ist der erste, und dann projiziert man den auf den zweiten Vektor und zieht ihn ab. Wenn man das gemacht hat, dann schaut man sich den dritten Vektor an und geht genauso vor. Also den ersten Vektor drauf projizieren und abziehen. Das sind hier diese Darstellung. Projiziert und abgezogen. Und jetzt muss man noch den zweiten Vektor nehmen, projizieren über das Skalarprodukt und dann abziehen. Und was dann am Ende rauskommt, sind eben drei Vektoren, die orthogonal aufeinander stehen. Genau. Und das Ganze ist jetzt für unseren einfachen Fall, genau, dann muss man sie noch normalisieren, damit sie die Einheitslänge haben. Für unseren einfachen Fall, wo wir drei Vektoren haben, ist es halt relativ einfach. Ich habe es hier mal aufgeschrieben. Also unsere Eingabe sind linear unabhängige Vektoren W1 bis W3. Und wir wollen raushaben paarweise orthogonale Vektoren V1 bis V3, die eben den gleichen Unterraum erzeugen. Und was Gram-Schmidt macht, ist eben erst einfach mal zu sagen, okay, das hier V1 ist gleich W1. Erster Schritt fertig. Zweiter Schritt, wenn man V2 bestimmen will, ist eben hier diese Projektion abziehen. Projektion von V1 auf W2 und abziehen. Und das gleiche passiert dann eben mit W3. Nun muss man bei W3 dann eben sowohl V1 projizieren als auch V2 projizieren und abziehen. Genau, und wenn man jetzt das verallgemeinern will, kann man hier natürlich beliebig weitermachen. Genau, also es ist immer Projektion der vorherigen Vektoren und dann Subtraktion des projizierten Teils. Und genau, wenn wir das also einmal machen wollen, dann wird man feststellen, zumindest für die ersten Vektoren geht es, nachher wird es halt relativ komplex, ne? Also der erste Vektor wird einfach zugewiesen, sage ich mal, aus Informatiker-Sicht. Und beim zweiten Vektor muss man eben diese Projektion machen. Also man hat W2 und man zieht die Projektion ab. Die Projektion besteht hier aus dem unteren Teil. Das hier ist natürlich die Länge von V1, wenn man so will, die man zum Quadrat, die man hier macht. Und dann macht man so ein Skalarprodukt. Das ist die eigentliche Projektion, die zumindest den Projektionsanteil bestimmt, von V1 mit W2. Und dann multipliziert man mit V1. Genau. Und eben dieser Teil hier, oder hier dieser Teil, das ist ein Skalar. Und dieser Skalar gibt uns an, eben wie viel von V1 projiziert wurde auf W2. Genau.
Und das Ganze können wir dann eben ausrechnen. Dann bekommen wir hier irgendwelche krummen Zahlen heraus. Und W3 wird natürlich noch komplizierter und viel rechnen. Deshalb lassen wir das meistens Computer machen. Und dann bekommen wir ein paarweise orthogonales System hier raus. V1, V2 und V3 sind paarweise orthogonal. Damit meinen wir, dass eben V1 orthogonal zu V2, V1 zu V3 und V2 zu V3 ist. Alle möglichen Paare sind orthogonal zueinander. Und orthogonal bedeutet ja, dass eben dass die Skalarprodukte eben 0 sind zwischen den Vektoren. Genau. Und der letzte Schritt, den man dann machen muss, ist, diese Vektoren zu Einheitsvektoren zu machen. Das heißt, was wir hier jetzt tun, ist einfach nur zu normalisieren, alle Vektoren. Dann bekommen wir einen Haufen Einheitsvektoren, die orthogonal zueinander sind. Und das kennen wir ja quasi schon. Diese Einheitsvektoren kann man jetzt einfach als die neuen Spaltenvektoren von unserer Rotationsmatrix einsetzen. Und jetzt sieht man auch hier, ich habe die einfach nur irgendwie zufällig gewählt. Deshalb kommt natürlich hier auch eine Rotationsmatrix aus, die ziemlich weit weg hiervon ist. Genau. Aber es illustriert vielleicht einmal das Verfahren, was man machen muss. Und jetzt, wir machen dieses konkrete Verfahren, wenden wir nicht an bei uns, weil es numerisch instabil ist. Das heißt, es gibt bestimmte Werte, in denen einfach der Computer die genauen Werte nicht hinbekommt. Und dann sind die Vektoren hier nicht mehr orthogonal. Deshalb benutzt man meistens entweder eben QR-Zerlegung oder die SVD-Zerlegung. Aber die von Hand auf Folien zu machen, ist halt ziemlich aufwendig. Deshalb habe ich es nicht gemacht. Genau. Ja. Und ich würde sagen, damit sind wir auch für heute durch. Wir machen dann eben am nächsten Montag weiter und dann mit Kinematik.